wieder Bernd von Saxbreak oder saxvideotraining.com. Ihr seid hier auf dem Saxophon-Channel auf YouTube. Heute gibt es eine neue Folge. Ich wurde gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen einem normalen, neuen Saxophon und einem Vintage, also einem alten Saxophon, so vielleicht aus den 50ern oder noch älter, aus den 20ern. Was ist da der Unterschied? Was ist besser, was ist schlechter? Warum spielt man denn ein altes oder neues Saxophon? Okay, der Samuel, der hat mich gefragt, könntest du vielleicht mal ein Video über die Unterschiede zwischen Vintage und neuen Saxophonen machen? Das wäre super. Vintage, das bedeutet immer diese alten Saxophone, meistens so amerikanische. Zum Beispiel, da gibt es Marken wie Martin oder Conn oder Büscher. Ich selbst spiele einen Büscher Tenor, Büscher 400. Was gibt es denn noch? Alte Selma. Ist auch schon Vintage, ne? So Selma aus den 30ern, 40ern, 50ern. Und was ist der Unterschied zwischen einem neuen Saxophon, was natürlich eine super tolle Technik hat, und einem Vintage-Saxophon? Und warum soll man überhaupt ein altes spielen? Ne? Oder warum spielen so viele Profis alte Saxophone? Dazu möchte ich euch heute ein bisschen was erklären. Vielleicht kann ich das, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Also erstmal zu meinem Saxophon oder zu meinen Saxophonen. Ich habe ein Altsaxophon, das ist kein Vintage-Saxophon, das ist ein neues. Also jetzt ist es auch nicht mehr neu, das ist jetzt ein paar Jahre alt, vielleicht so 10 Jahre oder so. Das ist ein Taiwan-Instrument, ein LC, Liancheng heißt die Marke. Kennt man nicht, ist ziemlich unbekannt, ist aber ein sehr gutes Instrument. Ist auch, ja, Profiklasse, ist ein sehr gutes, robustes Teil. Für mich klingt das sehr gut. Ich hatte damals ein Selma-Saxophon, ein Super Action 80-2. Und als ich das erste Mal als Probeinstrument bekam, habe ich das ausprobiert und habe gemerkt, oh, das ist ein gutes Gerät. Und habe dann auch überlegt, ob ich mir das hier als Hauptinstrument zulege und quasi mein Selma verkaufen will. Und genauso habe ich es gemacht. Ne? Seitdem spiele ich das. Liancheng, das ist eine Marke. Das ist eine Firma, die baut für viele bekannte Saxophonmarken, baut die Saxophone, zum Beispiel auch für Cannonball oder für Moriart oder wie sich die nennt, oder für, also es gibt noch so einen Haufen Marken, und die Firma baut für diese Marken die Saxophone, ist eigentlich der Hersteller, und die haben aber sich gedacht, sie wollen auch eine eigene Marke kreieren und wollen die versuchen auf dem Markt zu platzieren, und das ist eben LC, Liancheng. Kauft natürlich keiner, weil jeder skeptisch ist, jeder denkt, ah, China und so. Dabei ist das Taiwan-Instrument ist kein China-Instrument, also die sind sehr gut, die Taiwan-Instrumente, die können das richtig. Die haben eine lange Tradition im Saxophonbau, geht ganz weit zurück in die 50er Jahre, da haben die das angefangen und die sind wirklich gut. So, das ist ein neues Instrument. Das Gute bei einem neuen Instrument ist die Technik, hier die Klappen und so weiter, also wie das angebracht ist und wie das einfach ergonomisch hier gearbeitet ist, das ist sehr viel besser als bei alten Instrumenten. Oder meistens ist es sehr viel besser. Das bedeutet, gerade hier die Klappen für die tiefen Töne, die gehen leichter. Ja, man kann die leichter drücken. Die sind nicht so klobig oder nicht so starr. Und genau, es funktioniert alles sehr gut. Das ist ein Instrument, was direkt funktioniert, wo man nicht lange lernen muss, drauf zu spielen. Ne? Das nimmt man in die Hand, bläst rein und dann funktioniert das. Dann kommt ein guter Ton raus und ist alles okay. Bei den neuen Instrumenten ist meist die Intonation besser. Also die Stimmung in sich im Instrument ist besser. Das sind weniger Töne, die vielleicht nicht so genau stimmen. Also man muss nicht so viel nachbessern mit dem Ansatz. Und genau, das ist eigentlich der Vorteil von einem neuen Instrument. Und ja, das andere ist auch noch, dass man bekommt die oft, wenn es jetzt nicht gerade ein super beliebtes Instrument ist, so ein Vintage-Instrument, bekommt man die neuen einfach günstiger. Ja, das ist halt ein anderer Preis. Wenn man jetzt zum Beispiel ein altes Selma will, ein Selma Mark VI, habt ihr vielleicht schon gehört, das ist so diese gehypte Marke. Jeder Saxophonist will ein Selma Mark VI spielen. Und dementsprechend teuer ist dieses Instrument auch auf dem Markt. Also mittlerweile erreicht es Preise zu, ja, manchmal schon 10.000 Dollar ein Instrument. Das ist total verrückt. Und ist einfach super teuer. Ich zeige euch jetzt mal mein Vintage, mein Tenorsaxophon. Das ist ein Büscher 400. Das hole ich jetzt gerade mal. Einen kleinen Moment bitte.
tollen Koffer dazu. Hier, das ist mein schöner Elefantenlederkoffer. Ist natürlich nur Imitat, ist keine Elefantenhaut, keine Angst. Für alle Tierschützer unter euch. Ich zeige euch das mal. Und das ist wirklich für mich ein ganz tolles Instrument. Ich habe damals, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich mir halt ein neues Saxophon gesucht. Und ich habe viele ausprobiert. Ich habe auch viele Selma-Saxophone ausprobiert, Selma Mark 6. Weil ich wusste ja, das ist ein gutes Instrument und jeder spielt das und so weiter. Upp, da ist die Kappe drin. Und dann habe ich aber auch noch Bücher ausprobiert. Und das hier, dieses Bücher 400, das ist von der Firma Bücher, ist das größte Modell. Also das teuerste Modell, das Profi-Modell war das. Bücher 400. Das sieht man, wo sieht man das denn hier? Da ist hier so eine Gravur, ist hier drin. Und es gibt noch ein Bücher 400 Head & Cane. Das ist dann nochmal irgendwie eine Stufe höher, noch ein kleines bisschen besser oder so. Ja. Das ist eine besondere Serie noch. Und genau, das Saxophon ist von so ungefähr 1965, also ziemlich alt. Der Lack ist schon ab. Und der Grund, warum viele Leute oder viele Saxophonisten alte Instrumente spielen, also Vintage-Instrumente, ist einfach, dass die, meiner Meinung nach, die haben einen eigenen Charakter. Also die haben wirklich, die klingen sehr eigen und sehr, die klingen sehr besonders, für mich auf jeden Fall. Das Bücher hat einen sehr vollen, fetten, weichen Sound auch unten. Also es klingt wirklich super samtig, wenn man will. Das ist für mich halt ganz, ganz wichtig, dass man unten schön weich klingen kann. Es ist ein recht leichtes Instrument, also jetzt verglichen mit einem modernen Taiwan-Instrument oder mit einem Keilwert oder so, ist es wirklich viel leichter. Wenn man die mal beide in die Hand nimmt, dann merkt man, oh, das hier ist irgendwie, da ist weniger Metall dran. Das haben die hier dünner gemacht oder so. Ich weiß nicht genau, warum das leichter ist. Der Vorteil ist eben, das Ding hat einen eigenen Charakter oder hat eben mehr Charakter als ein neues Instrument. Es hat eine Seele, so ein bisschen. Klingt blöd, ich weiß, aber für mich ist das so. Und der Nachteil an diesen Instrumenten, jetzt kommt der Nachteil, was man dann in Kauf nehmen muss, wenn man ein Vintage-Instrument spielt, ist eben, dass die Technik oft nicht so gut ist. Also gerade hier diese Klappen für die tiefen Töne, die gehen unheimlich schwer. Man muss ganz schön, wenn man das mit dem kleinen Finger bedienen will, man muss ganz schön runterdrücken. Das zweite, was vielleicht ein bisschen schwierig ist, ist die Intonation. Das ist aber nicht bei allen so. Also die Intonation ist bei alten Instrumenten oft ein bisschen schlechter. Es ist ein bisschen schwieriger, die Töne richtig zu spielen. Die sind in sich manchmal so gebaut, dass bestimmte Töne ein bisschen zu hoch oder zu tief sind. Das kommt öfter vor. Es gibt Marken, Vintage-Marken, da ist das öfter der Fall. Gutes Beispiel sind Martin-Hörner, also die Marke Martin. Da gibt es viele Saxophone. Die sind schwierig zu spielen, weil die einfach überhaupt nicht gut intonieren. Also das sind Ausnahmen natürlich, es gibt auch viele, die sind super. Martin klingt übrigens total super als Saxophon, aber wie gesagt, es gibt Intonationsschwierigkeiten. Ich hatte mal ein Martin Bariton Saxophon, ein uraltes, und das habe ich wieder verkaufen müssen, das konnte ich nicht spielen. Das war so ein Blindkauf über eBay und das war einfach unmöglich, das zu intonieren. Das hat überhaupt nicht gestimmt. Da war das F, das war so hoch, man konnte das überhaupt nicht mit dem Mund ausgleichen. Es war unmöglich. Ich habe das einmal benutzt für einen Gig und dann habe ich das direkt wieder verkauft. Dachte ich, das geht ja gar nicht. Also war zu schwierig zu spielen. In der Big Band hätte es überhaupt nicht funktioniert. Von der Intonation her wäre ganz schrecklich gewesen. Und ja, so ist es. Allerdings klang das sehr gut. Ne? Das war halt tatsächlich nur die Intonation, die nicht funktioniert hat. Ja, was gibt es denn noch zu sagen? Genau, es gibt bei Martin ist das ein gutes Beispiel. Es gibt bei Vintage-Saxophonen manche Marken, die sehr, sehr gut gebaut sind. Die sind sehr robust. Ich habe einen Schüler, der kauft sich öfter mal neue Saxophone, neue alte Saxophone. Und der hat sich jetzt ein Martin-Saxophon gekauft und ist damit zum Instrumentenbauer, weil es general überholt werden muss. Also die Polster sind nicht mehr so fit. Und der Instrumentenbauer hat ihm halt gesagt, das wäre eins von besten Saxophonen, was er je gesehen hat. Einfach von der Bauweise, weil diese Kamine hier für die Tonlöcher, die sind zum Beispiel aufgelötet, die sind nicht gestanzt, sondern richtig, die sind gebaut und aufgelötet
Und das wäre einfach eine super Qualität, einfach von der Bauart. Und es intoniert auch gut, ich habe drauf gespielt, es ist ein sehr gutes Saxophon. Das ist ein The Martin, also von der Firma Martin, das Modell The Martin heißt das auch noch. Okay. Ja, das sind so die Unterschiede zwischen Vintage und Neu. Ich bin ja Tenorsaxophonist hauptsächlich und für mich käme eigentlich kein neues Instrument in Frage. Ich brauche hier ein altes Bücher. Ich muss auf meinen Büchern spielen. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, ein anderes Vintage mal auszuprobieren, gerade weil ich ja so für Martin geschwärmt habe. Allerdings bin ich mit meinem Bücher 400 super zufrieden. Also das spiele ich schon total lange jetzt und das hat noch nie Probleme bereitet. Das hatte ich schon mal, ne, zweimal schon General beholen lassen in der Zeit. Ist mir auch schon mal runtergefallen, war total verbogen. Der Instrumentenbauer hat es wieder hingebogen und so. Also es ist wirklich ein ganz tolles Instrument für mich. Und ich kenne mich natürlich, ich kann da drauf gut spielen. Mir macht es auch nichts aus, dass hier die Klappen so ein bisschen schwer gehen. Ist mir völlig egal. Ich kann das gut handeln, sowas, ne? Okay. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte abonniert meinen Channel, hier diesen Saxophon-Channel, das wäre super. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde mich eine positive Bewertung natürlich freuen. Und wir sehen uns bald im nächsten Video. Macht's gut, euer Bernd. Ciao, ciao. Thank you.